Hallo, hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Outlast. Wir haben es letzte Folge nach da oben geschafft, seht ihr. Ich habe mich aber kurz noch wieder nach hier unten verzogen, weil da unten ist noch ein Keller. Und da will ich auch noch hin. Außerdem hat der Typ dort, bevor wir den weggerannt sind, hat er dort auch was übrig gelassen. Der hat die Tür aufgemacht. Auch da möchte ich wieder gerne hin. Und das werden wir uns auch kurz angucken, bevor wir dann einfach. Ja, jetzt, okay. So, meine Ohr war komisch. So, also gehen wir weiter, würde ich sagen. Ist das denn der richtige Ort? Ja, hier sind wir doch hergekommen. Ist nur jetzt sehr dunkel. Schauen wir mal, ob der Irre da noch ist. Okay. Nee. Wir sind woanders, oder? Wir sind hier. Das ist meine Miss. Mit der wir sind. Wir müssen noch eins runter. Hier, Mann. Wusste doch, das kam mir komisch vor. Wir sehen gar nichts. Ja, wenn hier jetzt jemand ist, wird uns einfach töten. Hier war so ein Laundry Room. Ja, genau, da hatten wir ja den Schlüssel aufgehoben. Hier war, glaube ich, gar nichts. Nicht mal eine lächerliche Batterie. Doch, war hier. Okay, die haben wir wohl einfach übersehen gehabt. Hier ist zu. Okay. Ich will jetzt nicht wissen, wieso der da reingestopft ist, eigentlich in den Fahrstuhl. Und ob der Typ noch da ist, ist auch die Frage. Nee, schauen wir nicht. Hier waren wir auch schon. Aha. Okay, wieso hat er sich hier versteckt gehabt, der Typ? Oder war das nicht so richtig? Doch, er war ja definitiv hier und hat sich hier versteckt gehabt. Egal, wir gehen mal nicht wieder weiter. Sondern wir rennen wieder zurück. Oder war das hier irgendwo? Und ich habe mich getäuscht. Oh. Okay. Das habe ich noch nicht gewusst, dass er das kann. Hier war das, oder? Da ist er gekommen. Oder auch nicht. Ah, ich bin verwirrt, Leute. Wird Zeit hier für den Keller. Keller sind immer angenehm. Soweit ich weiß. Der verdammte Keller ist sehr verdammt dunkel. Da ist jemand also in der Ecke. Ich jetzt nicht wissen, was er da macht. Wir lassen ihn in der Ruhe. Projekt Paperclip, Joint Intelligence, Objective Agency, GIOA, Dokument Nummer 8 von 186, Ablage 230, bla bla bla. Referenzgesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Projekt 33 ist in erster Linie ein Förderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist es, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Wir schauen uns kurz noch hier um. Hier lächelt mir doch.
Eine Batterie lächelt mich hier an. Jetzt schauen wir mal, ob der was macht. Hallo? Hallo? Wow! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Instant tot? Really? Das ist ja sowas von gestern. So ein Instant tot. Also ich glaube, an meinen Sprungkünsten muss ich nur üben. Auf jeden Fall geht's da zurück. Das habe ich geschafft, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe. Wir schaffen das wieder, seht ihr? Okay. So. Das Problem ist eben, ohne Batterien ist das echt nervig. So. Weil man sieht ja wirklich gar nichts. Man kann nur an der Wand entlang laufen. Ich hoffe, dass niemand da ist. Aber wir wissen jetzt, dass es hier auf jeden Fall eine Batterie gibt. Sieht man im Dunkeln sogar noch besser. Weil die Batterien hier die tolle Angewohnheit haben, richtig zu leuchten. Mann. So, jetzt kommen wir noch mal kurz in den Keller, der gar nicht so heftig ist, wie er sein sollte. Nur die Person war sehr nervig. Die ihn einfach getötet hat. Wieso machst du das? Oh, ist gar nichts mehr hier. Egal, lassen wir die in Ruhe. Wir gruseln uns nicht mit dir zusammen. So, wir haben Batterien. Sogar noch eine extra jetzt bekommen. Sehr gut. Du bist ein echter Profi. So. Kameramann. So. Das wollte ich sagen. Ja, du schaffst das. Haben wir ja schon kennengelernt. So. Follow the blood. Okay, nicht hier. Sehr gut. Wieso muss es hier überall so dunkel sein? Oh. Batterien, wohin das Auge reicht. Ist da runter? Hi. Was macht er da? Okay, darunter will man nicht, glaube ich. Aber das ist der Weg, den wir gehen müssen. Kann das sein? Ja, hier sind nur tote Wachmänner. Okay. Aber nicht runterfallen und schon ist alles gut. Dann stört uns auch niemand. Nicht wahr? Danke. Wie kann man sich verstecken? Ich weiß nicht, ob das mich verunsichern soll. What? We know. Oh, der Typ da unten. Der lacht sie ihn ab. Ja, Frank hat mich erschreckt, würde ich sagen. Miss Kerl. Ich dachte, da wäre was gewesen. Aber nein. Das war laut. What the fuck? Okay. Das ist eine Batterie. Da hat es uns irgendwie nach unten verschlagen. Zu den Leuten hier. Den netten Irren. Oh, geil. Das ist, was wir auch wollten, glaube ich. Hier runterfallen. Und uns verlaufen.
Okay, müssen wir hier jetzt raus? Nee. Da auch nicht. Sieht nebenbei aus wie bei dem Doktor. Aha. Ja, komm. Hier ist es relativ hell. Puh, bin ich auch mal dankbar für. Ja. Boah, dieses Licht hat mich gerade erschreckt. Irgendwie bin ich heute schreckhaft. Keiner hier. Die Toiletten sind hier immer auffällig ruhig. Ja, okay, Batterien sind hier. Nehmen wir uns gleich mit, nachdem wir uns hier umgeguckt haben. So, machen wir neu wechseln. Und aufnehmen. Hallo? Danke. So, plus an Batterien. Sehr schön. Können wir ja weiter. Bin ich einfach wieder runtergefallen. Ich sollte das Loch nicht vor dem Loch kommen, hier weiter in Acht nehmen. Ja, wir werden da aufpassen. So. Hat nämlich keinen Sinn, in ein Loch zu stürzen. Okay. Alles ruhig hier. Wirklich? Scheinbar. Aber ich glaube nicht, dass das so bleiben wird. Wo müssen wir jetzt hin? Wow! Dahin? Okay. Hier ist es ja angenehm. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten? Die Fakten, die Unterlagen, sieht nach Regierungsdokumenten aus, mindestens 30 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar älter. Muss er an MKUltra, CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Okay. Lei. Hier geht's nicht weiter. Wow. Ups. Okay, da sind die Naki Days wieder. Ah, diese Naki Days. Hallöchen. Kommen die jetzt hier lang? Weiß ich nicht. Come on, kleine Männer. Was haben die gegen mich? Hat doch gar nichts getan. Der Fall zeigt her. Aber... habe ich das Spiel kaputt gemacht? Sind die jetzt... die sind noch gedreht. Ups, das wollte ich gar nicht. Dachte ich, etwas gehört. Aber ich habe mich schon mal geirrt. Okay. Dann gehen wir nochmal hin. Toll. Ups. Ja.
Hallöchen. Ja, okay. Ja, das war jetzt... Ich würde sagen, das war ein klein bisschen unfair. Da ist er drin in der Tür stecken geblieben. So, weißt du jetzt? Und die haben sehr große Säbel. Aber jetzt laufen die wenigsten rum. Also der eine läuft ja auf jeden Fall rum. Bei dem anderen keine Ahnung. Wo der ist. Ja. Haben die mich wieder zugeflüstert? Ah, ihr sollt aufhören damit. Okay, geht's weiter. Das war ja nicht schwierig. Mit den Typis hier. Wenn die mal nicht buggen. Wow, what? Ah! Ohoho. Kamera! Nein! Ah! Really? Da ist so jemand langgelaufen, ob wir das gerade gesehen haben, oder? Wir können nichts mehr aufnehmen, gell? Und hier sieht man gar nichts mehr. Okay, ich glaube, wir müssen hier runter. Und unsere Camcorder wiederfinden. Das ist schön. Ja, aber wisst ihr was? Das machen wir erst in der nächsten Folge. Sieht jetzt gar nichts mehr hier. Hey, zumindest brauchen wir keine Batterien mehr. Hallöchen, war da jemand? Okay, Leute. Ein neuer, schöner Bereich. Was? Alles ohne Kamera. Sollen wir jetzt lang durch die Dunkelheit etwa? Sind wir da wirklich, ja? Lass uns mal einen kurzen Blick drauf werfen. Okay. Hier ist auf jeden Fall Licht. So. Hallöchen. Jemand hier? Hier ist eine Dusche an. Wasser ist auch, okay, Wasser scheint hier scheint ein Rohrbruch zu sein. Ein ziemlich gewaltiges Rohrbruch. Okay, hier geht's runter. Ja? Komm doch, hä? Eigentlich wollte ich ja da hinunter, aber... Okay, scheint niemand hier zu sein. Und dann auch wieder zurück hier. Ja. Okay, dann wissen wir Bescheid. Das hier ist der Weg, den wir zurückgehen. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall, ich weiß es ja schon. Okay. Wow. Okay. Hallo. Fuck. Hi.
Hallo, tötest du mich? Nein? Okay. Ich sehe nicht viel hier. Hier ist auf jeden Fall ein Weg. Ja, ist hier irgendwo Licht? Ich sehe nichts. Geil. Das ist auf jeden Fall die Kamera, statt. Kann ich da ran? Das ist doch die Kamera, seht das? Nehmen Sie dir? Hey! Muss ich da irgendwas machen? Eine Tür öffnen? Oder ist das Spiel gerade ein bisschen verpackt? Kamera! Nehmen! Hi! Die glänzt da und ich kann sie nicht mitnehmen. Hab ich vielleicht, hätte ich vielleicht was vormachen sollen? Was triggern? Hallo? Jetzt? Auch nicht? Na gut, Leute, wir beenden die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, weil euch die Folge gefallen hat. Ja, ein Däumchen würde mich freuen. Und beim nächsten Mal geht's weiter, wenn wir hoffentlich die Kamera in den Händen halten dürfen. Also, bis dahin, alles Gute, viel Spaß. Und bis Montag dann wieder. Tschüssi.